Missing someone. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit Mikrofon. Ich teste es mal aus. Genau. Heute geht es um die Limited Editions von Catrice und Essence. Und zwar würde ich sagen, fangen wir auch mit den Sachen gleich an, die ich zu Hause habe. Es war mega schwer, eine Limited Edition dieses Monat zu erhalten. Weder von Catrice noch von Essence habe ich irgendwas Normales bekommen. Auf jeden Fall habe ich als erstes für mein Gesicht ein Serum verwendet. Das ist von The Valiant's Evil Queen, also von Maleficent. Dieses Serum. Hydrating with Hyaluronic Acid, also Hyaluronsäure drinnen, was die Haut aufbaut. Ich glaube, jeder kennt den Wirkstoff mittlerweile schon. Es hat sich mega weich auf der Haut angefühlt und es hat zwar nicht gleich eingezogen, ich merke es jetzt auch noch so, wie ein bisschen das Gesicht biegt, aber ich muss sagen, ich finde das Serum nicht schlecht. Ich würde es, glaube ich, auch öfters verwenden. Es hat, wie man hier drinnen sieht, auch diese rosa Perlen. Genau, die habe ich auch schon mal versucht zu verreiben. Geht nicht allzu leicht. Aber sonst ist das mega cool. Das ist auch voll flüssig. Das heißt, man kann es mit diesem Pumpspender ganz einfach rausdrücken und verwenden. Dann gab es aus dieser Valiant's, Disney Valiant's Reihe von Maleficent einen Face Primer. Das war dieser hier. Und den habe ich mir natürlich dann auch noch aufs Gesicht aufgetragen über das Serum. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand den mega cool. Das hat so einen Glitzereffekt, wie man auch sehen kann. Ich habe den total gerne verwendet, werde den auch hoffentlich ausbrauchen. Ich finde diese Glitzerpartikelchen, die hier drinnen sind, wie man hier sehen kann, voll cool. Und es kommt eben mit so einem Pumpspender wieder, wie eigentlich alle Produkte. Ich habe keinen Highlighter mitgenommen, es gab keinen mehr. Ich habe keine sonstigen Produkte. Ja, ich habe nur mehr zwei Produkte hier zu Hause aus dieser Reihe, die ich verwenden konnte. Und zum einen ist das mal aus dieser Disney-Reihe von Maleficent wieder diesen Maxi Blush. Den habe ich mir mitgenommen. Das ist dieser orangestichigere. Ich habe noch einen anderen gesehen, den von, nicht Cruella, von Ariel, von der Ursula. Jedoch hat mir der nicht so gut gefallen, der Blush. Den habe ich stehen gelassen. Der war nämlich so braunstichiger und ich mag diesen Braunton in dem Blush nicht. Ich mag es, wenn es so Korallfarben oder Pink, rosa ist. Das sind so meine Farben, aber dieses braunstichige sozusagen jetzt mal mag ich nicht so gern. Deshalb habe ich den liegen gelassen. Dann habe ich mir aus dieser Reihe von drei verschiedenen, es gab glaube ich, drei verschiedene gab es, habe ich mir dieses König der Löwen mitgenommen. Mir fallen die Filme jetzt alle nicht mehr ein. Habe ich mir den mitgenommen. Das ist mit 14 Farben, ist eine grüne Palette. Aus dieser Palette habe ich die Farben Pumba, Be Prepared und Timon verwendet. Ich finde, es sieht auf meinem Auge jetzt nicht allzu schön aus. Könnte man jetzt darüber streiten, ob der gut deckend ist. Meiner Meinung nach sind die Farben etwas wenig pigmentiert. Vielleicht muss ich das auch noch so ein bisschen austesten alles, aber meiner Meinung nach ist der sehr wenig pigmentiert. Das heißt, du brauchst sehr, sehr viel Farbe, damit du überhaupt mal irgendwas erzählst. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zu Produkten, die ich nicht verwenden kann, aber zu Hause habe. Also ich kann es schon verwenden, aber nicht jetzt gerade. Und zwar das erste Produkt, was ich erhalten habe aus dieser Pumpkins Pretty Please Reihe, waren diese Lippenmasken. Also das war das einzige, was es gegeben hat, Lippenmasken. Das restliche war alles ausverkauft, weg. Ich kann ja zu drei verschiedenen Standorten fahren, zu DM, Pieper und Müller auch noch. Und sie gibt es einfach nicht. Online ausverkauft, im Shop ausverkauft, alles
weg. Eine Sache habe ich mir noch bestellt, die kommt nächste Woche an. Das ist einfach perfekt zu, ja, Halloween. Steht ja jetzt vor der Tür. In ein paar Tagen, Wochen, Tagen, nennen wir es Tage. In ein paar Tagen haben wir ja schon Halloween. Und dann gab es aus dieser Pumpkins Pretty Please Reihe so eine ganze Lade voll eigentlich. Ja, wenn man es auch bekommen würde. Ich habe nichts erhalten, deshalb zeige ich euch das jetzt einfach mit Fotos. Mich hätten die Produkte vielleicht auch sehr interessiert, aber das zeige ich dann immer dazu. Das erste Produkt ist einmal eine Lidschattenpalette, wie man hier sehen kann, mit sehr wunderschönen Farben, so Orange-Braunton, auch ein Lila-Ton, ein Glitzer-Lila-Ton dabei. Die Lidschattenpalette, muss ich jetzt sagen, hätte mich nicht allzu sehr interessiert, aber ich hätte sie mir gern im Geschäft als Aufsteller angesehen. Leider, wie gesagt, alles restlos ausverkauft. Keine Möglichkeit oder Chance, dass du an die Sachen kommst. Ich glaube mittlerweile auch online ausverkauft. Das nächste Produkt ist ein Color Changing Lip Oil. Wäre zwar schon interessant, wenn man keinen hat, jedoch habe ich zu Hause 3 oder 4 Stück schon, verschiedene Marken, verschiedene Aufmachungen. Dementsprechend wäre das auch nichts für mich gewesen. Ich hätte es mir allerdings sehr gerne auch, wie gesagt, angesehen zumindest. Dann gab es, so wie jedes Jahr eigentlich, 2 Nagellacke. Einmal in einem Grünton und einmal in so einem Orange-Braunton. Ich kann es nicht wirklich sagen, ich sehe es auch nur auf Bildern. Ich fand die Aufmachung auch voll cool von diesen Produkten mit diesem Verschluss zum Öffnen von den Nagellacken und hätte mir das auch sehr gerne angesehen. Mitgenommen hätte ich mir vielleicht sogar tatsächlich den grünen, da ich auf der Suche bin nach vielen Grünfarben derzeit. Ich suche so den perfekten Grünton, der mir gefällt. Ich habe einen dunklen, der ist mir allerdings zu dunkel, und ich habe einen hellen, der ist mir allerdings viel zu hell. Den mag ich auch nicht so gerne. Ich hätte den halt gern probiert, ob das so mein Ton ist, ob mir der gefällt. Dann gab es einen Lippenpflegestift, einen matten Lippenstift. Und zwar war der in einer so rosé-goldenen Verpackung. Den habe ich sogar auf einem Aufsteller als Tester gesehen. Allerdings war auch außer dem Tester nichts mehr da. Ich habe keine Eyeliner mehr. Das wäre ein perfekter Eyeliner wahrscheinlich gewesen für mich. Das ist in so einer Tube, also ich habe davon so Augenbrauenprodukte. Das ist in so einer Tube, so eine Pomade nennt man das, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist, ja, ich glaube schon, dass man es Pomade nennt. Wenn ich mich irre, bitte in die Kommentare schreiben. Genau, da gibt es einen Pinsel dazu und auf der anderen Seite ist eben das Produkt, das man ganz einfach dann auftragen kann mit dem Pinsel. Hoffentlich. Das wäre auch ein voll cooles Produkt gewesen. Dann gab es auch noch von Maleficent eine Palette, die gab es allerdings auch bei mir. Ich wollte sie allerdings nicht mitnehmen. Mir gefallen die Farben nicht. Ich stehe es mir nicht so auf Rosatöne. Ich mag auch diese knallgelbe Farbe oder dieses Orange nicht, was man zum Beispiel hier, ich glaube auf dieser Seite, oder sieht man es hier, auf irgendeiner Seite ganz am Rand oben sieht. Dieses Orange und dieses Gelb brauche ich einfach nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, diese Palette kann ich mir sparen. Sie haben nur 10,95 € gekostet, die Paletten bei uns. In einem anderen DM, wo sie allerdings ausverkauft waren, haben die Paletten 12,95 € gekostet. Also immer gut aufpassen, wo man seine Sachen kauft. Die dritte und letzte Palette, Lidschattenpalette, war von Ursula von Ariel. Ich habe vorher schon darüber gesprochen, diese Rosatöne, ich mag sie nicht. Ich finde sie nicht schön. Ich weiß nicht, ob sie zu mir passen. Allerdings, ich stehe es mir nicht so auf Rosa. Neutrale Farben, so Brauntöne, schön. Aber so rosa, lila, mag ich gar nicht. Ich fand das Aussehen außen voll schön von dieser Palette. Ich fand sie auch innen schön. Aber für mich ist diese Palette einfach nichts. Hier kommen wir zu meiner Palette. Über die habe ich vorher schon gesprochen. Das ist diese Lion King Palette König der Löwen.
auf Englisch weiß ich alles, auf Deutsch fällt es mir nicht ein. Mittlerweile, die ganzen Paletten haben auch nur mehr englische Namen. Das sind auch so Orangetöne hier, also so Ockertöne drinnen. So goldene Töne und Ockertöne. Allerdings ist das nicht so ein Gelb. Es sticht nicht raus, es ist so eine neutralere Farbe. Es gefällt mir einfach dadurch viel besser, weil es nicht so extrem raussticht. Ich habe mich eben mit diesem obersten Ton auf der rechten Seite hier geschminkt, mit diesem Pumba und dann auf dieser Seite mit diesem Be Prepared, dieser Brautton, dieser dunkle. Und dann habe ich auch noch in der Mitte dieses Gold, und dann habe ich auch noch in der Mitte dieses Grün, dieses glänzende Grün verwendet, um einfach meine Augen mit irgendwas glänzen zu übersehen. Hier sieht man nochmal ein Bild von allen möglichen Sachen, die so enthalten waren in dieser Reihe. Was man hier nicht sieht, was es allerdings auch noch gab, waren so Fake Lashes, also falsche Wimpern. Und ja, falsche Wimpern sind nichts für mich. Ich komme schon mit meiner richtigen Wimpern nicht zurecht und schaffe es einfach nicht, mir falsche Wimpern aufzukleben. Des Weiteren gab es auch noch von dieser Valiance-Reihe ein Pinselset und ein Täschchen, ein Kosmetiktäschchen, wo man seine Pinsel daneben auch verstauen kann oder auch sein Make-up. Das gab es bei uns allerdings überhaupt nicht. Das gibt es nur online. Dann kommen wir hier zu dem Face Serum. Das ist einmal das eine, das rosane, was ich auch habe, mit diesem Rosenwasser. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Wenn man gerne ein Gesichtsserum verwendet, dann kann man sich das auf jeden Fall holen. Und dann gab es auch noch dieses, wieder von Ursula, in Lila. Wollte ich mir allerdings nicht mitnehmen, weil ich stehe es mir auf Maleficent. Ich habe die Filme gerne geguckt. Ich habe auch ein Buch gelesen über Maleficent aus dieser Valiance-Reihe eben. Dann kommen wir hier zu einem Produkt, das es in jeder Filiale, in der ich war, gab. Einfach weil sie es irgendwie nicht losbekommen haben, weil es einfach nichts Besonderes war. Also ich glaube, jeder hat sehr viele Handcremen. Das ist jetzt einfach aus dieser Valiance-Reihe mit Mandelöl. Es ist schon ein cooles Produkt, aber man braucht es jetzt auch nicht so unbedingt, dass man jetzt sagen müsste, ja, man kauft sich das jetzt unbedingt. Ist auch relativ günstig, um 4,99 €. Ich weiß nicht, ob es online auch so viel kostet, da schreibe ich euch hin, wie viel es online gekostet hat. Ich glaube, sie haben es auch tatsächlich nicht mehr losgebracht, deshalb war es auch so billig. Genauso wie diese Handcreme, die ist mit Shea-Butter und von Ursula, die wäre schon interessanter, aber braucht derzeit keine Handcremes. Ich benutze eine Pediprotect Handcreme und ich sollte mir überhaupt meine Hände mal wieder mehr einschmieren. Hier haben wir einen Lidschattenpinsel aus der König der Löwen Reihe. Genau, warum fällt es mir so schwer? Der war bei uns schon erhältlich. Wie gesagt, ich brauche keine Pinsel, meine sind übervoll. Hier seht ihr den Blush von Ursula. Hier sieht man auch ganz, ganz schön die Farbe. Dieses Braune ist nicht so ganz meins. Wem es gefällt, ist es okay. Er ist auch sehr schön deckend. Ich habe den von Maleficent drauf und ich finde den einfach sehr schön. Man sieht den total, also wer die Farbe mag, der kann sich den gerne holen. Der wird sicher richtig schön sein. Meine Farbe ist es allerdings nicht. Und hier kommen wir zu dem Maleficent Blush. Das ist dieser rosane Blush und der ist auch sehr schön bedruckt mit so Halloween-Muster. Für diesen Blush habe ich 5,95 € gezahlt und bei DM gab es den Blush um 4,99 €, glaube ich. Also es kommt bei uns irgendwie wirklich drauf an, wo du hingehst. Dann gab es von Maleficent eine wunderschöne Highlighter-Palette. Ich habe allerdings so viele Highlighter-Paletten. Ich hätte mir den auch nicht geholt, wenn es den gegeben hätte. Sie haben sehr schöne Farben. Dieser
linke, bei euch müsste er auch links sein, also auf dieser Seite hier herüben. Der hat mir am besten gefallen. Das ist einfach so ein schöner glitzernder Ton. Dann gab es noch eine Highlighter-Palette von Cruella. Den Unterschied allerdings muss man mir erst einmal zeigen. Der einzige Unterschied ist, dass sie ein bisschen heller pigmentiert sind, ein Ticken heller, aber nicht wirklich viel. Ich muss sagen, ich hätte mir den vielleicht sogar geholt, nur weil es das einzige bzw. fast einzige Ding gewesen wäre von Cruella. Es gab so viele Produkte von Maleficent, von Ursula und es gab irgendwie nur zwei Produkte von Cruella. Nein, sogar drei. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Produkt. Die Highlighter-Palette sieht auch sehr schön aus vom Muster her. Passt perfekt zu Halloween, keine Frage. Und es hat auch einen wunderschönen Spiegel, mit dem man sich auf jeden Fall das Produkt auch sehr gut unterwegs auftragen kann. Hier kommen wir zu den ersten Fake Lashes. Ich glaube, dass das auch die einzigen sind, weil ich habe kein Bild mit den anderen gefunden und ich weiß auch nicht, von wem die anderen waren. Ich habe nur die von Cruella gehabt. Ich glaube, die anderen wären Maleficent gewesen. Wie so vieles. Also Maleficent war echt viel vertreten. Aber ganz ehrlich, Maleficent gefällt mir sowieso am besten. Also von dem her passt es. Dann gab es wieder einen Color Changing Lipstick. Und ich habe es schon, glaube ich, oft genug gesagt jetzt. Ich habe genug Lippenstifte. Ich habe auch genug Color Changing Lipsticks. Ich sollte tatsächlich mal die Sachen öfters benutzen, aber wofür? Hier haben wir es wieder. Das vorherige war von Ursula. Das hier ist von Maleficent. Auch wieder so ein Color Changing Lipstick. Sie machen einfach die Farbe viel rötlicher und haben ein paar Glitzerpartikelchen drinnen. Aber es ist jetzt nicht so ein Must-Have, dass ich es unbedingt haben müsste. Aber es gab es auch tatsächlich nicht bei uns. Dieses Video, ich hoffe, es passt euch trotzdem. Auch wenn ich hier eigentlich nur laber und nichts vorstellen kann, außer Bilder. Weil es einfach nichts gab. Hier haben wir meinen Face Primer und ich fand den so, so schön mit diesen rosa Perlchen drinnen. Ich glaube, ich habe euch auch diesen Videoeinschnitt gezeigt, wo ich den auf der Hand hatte und der glänzt einfach wirklich total. Der glänzt so schön auf dem Gesicht. Ich verwende ihn auch sicher ab und zu gerne einfach nur so als Base ohne Foundation drauf, weil es einfach richtig schön glänzt. Es steht eben auch drauf, Luminous Base. Also und jetzt noch zu den zwei Produkten, wo ich mir eins online ergattern konnte. Und zwar ist das von dieser Disney-Reihe von Cruella. Ja, von Cruella. Dieser Liquid Highlighter, der ein Tube zu dem Charlotte Tilbury 50 Euro teurem Highlighter sein soll. Und ich bin schon richtig gespannt, wenn dieses Produkt endlich ankommt nächste Woche. Ganz kurz vor Halloween und freue mich auf jeden Fall, das zu testen. Das seht ihr dann vielleicht auf TikTok oder Instagram, sobald es angekommen ist. Und genau, das ist auch schon das letzte Produkt, was ich hier finden konnte aus dieser Disney-Reihe. Es würde mich sehr interessieren, was eure Lieblingsprodukte aus dieser Reihe waren. Mir gefällt dieser Highlighter am besten. Und was ich auch noch richtig, richtig cool finde, ist diese Maxi Blushes. Also ich finde wirklich, die sehen richtig, richtig schön aus, diese Blush. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag, schönes Halloween und bis zum nächsten Video. Tschüss!